Hallo und ein herzliches Willkommen zur 8. Ausgabe des legendären Let's Plays auf dem Weg zur Düsternis hier auf gatenews.de. Ja, diese Folge könnte eine ganz entscheidende werden, wenn es um das Thema Precursor geht. Denn wie ihr bereits vielleicht sehen könnt, bin ich genau dabei, an diesen zu kommen. Dämmerung ist zurzeit das, was mir an dem gesamten Let's Play am meisten zusetzt. Das ist auch so ein bisschen, das ist unter anderem der Grund, warum es jetzt fast eine Woche lang keine neue Folge gegeben hat. Der andere Grund ist meine Erkältung, die man immer noch so ein bisschen raushören kann, glaube ich. Ich klinge so ein bisschen, als hätte ich die Nase zu. Eventuell hört man auch noch das ein oder andere Mal, dass meine Stimme ein bisschen verschwindet. Da müssen wir jetzt durch. Denn viel länger wollte ich euch einfach nicht mehr im Dunkeln lassen. Was das Gesamtprojekt angeht, fangen wir vielleicht erstmal damit an, bin ich jetzt soweit. Im letzten Teil haben wir ja zwei große Gaben fertiggestellt. Mir fehlt jetzt lediglich die Gabe des Schicksals zum Ende hin. Da haben wir dann T6-Materialien und Ektoplasmakugeln, die noch fehlen. Und mit den T6-Materialien bin ich relativ weit. Ich habe ein bisschen gefarmt. Und, das muss ich an der Stelle auch sagen, es gibt ein paar Mitglieder in der Community, die mir zwischendurch ein paar T6-Mats geschickt haben. Den möchte ich an dieser Stelle nochmal sehr, sehr herzlich danken. Das war super, super nett von euch. Ich finde das super, super klasse. Und wer mir jetzt vorwirft, ey, du nimmst Geschenke von deiner Community an, sorry, aber dieses Let's Play ist für die Community. Das Legendary geht in die Community. Ich denke, da ist es vollkommen in Ordnung, wenn man auch mal einen Gegenstand aus der Community annimmt, um das ganze Projekt fertigzustellen. Ihr werdet sehen, in diesem Video, es geht knappe 14 Minuten, habe ich, ich weiß gar nicht, wie viel ich in dem Video genau verbraten habe, denn es ist ein Try mit fast 200 Großschwertern verloren gegangen. Die Aufnahme ist einfach kaputt. Ich bin mir nicht sicher, was DX Story damit gemacht hat. Das ist auch ein ganz neues Erlebnis. Bisher kannte ich das nur von Fraps, dass Fraps mir Dateien zerlegt. Ja, muss ich jetzt wohl durch. Ihr verpasst also einen wichtigen Try, aber ich kann euch schon mal versprechen, in diesem Try ist der Precursor nicht gefallen. Ergo, ja, werden wir das jetzt hier hoffentlich erleben. Ich möchte noch nichts spoilern, denn ihr sollt ja bis zum Ende dranbleiben. Denn am Ende werden auch die exotischen Gegenstände wieder verlost, die am Ende dabei rausgekommen sind in dieser Folge. Wichtig ist, ich habe das jetzt über bestimmt 6, 7, 8 Tage aufgenommen. Das heißt, diese Zwischenaufnahmen, die ihr hier seht, sind teilweise schon etwas älter. Ihr werdet gerade gesehen haben, dass ich zum Beispiel die Gaben noch nicht fertiggestellt habe in diesem ersten Teil des Videos. Das liegt oder ist ganz einfach dem geschuldet, dass ich ein bisschen Zeit brauchte, um die Materialien zusammenzubekommen. Dienstag war ja auch wieder Patchtag. Patchtag heißt vor allem für die Guild News Crew sehr, sehr, sehr viel Stress. Ja, also es gab, das ist eigentlich immer ein Erlebnis. Ich habe mir jetzt überlegt, dass ich, also hier wollte ich zwischendurch schon mal so ein bisschen auf die Verlosung vorbereiten, habe dann aber überlegt, hey, du brauchst wahrscheinlich noch mehr Versuche und habe deswegen das Ganze wieder sein lassen. Ihr seht, was die Großschwerter angeht, ich bleibe dem Gelben treu. Einige haben zu mir gesagt, ich soll Steine der mystischen Schmiede benutzen, unter dem letzten Video. Dazu kann ich sagen, das ist eine nicht so optimale Idee. Zwar kann immer noch Großschwert rauskommen und ich spare mir ein Großschwert zum Reinwerfen, aber es besteht auch die Chance, dass andere Waffen dabei genommen werden. Und, werde ich sein sollen, noch mehr möchte ich mir meine Chance auch nicht verderben, denn ich habe echt kein Glück, was die Schmiede angeht. Was gibt es sonst noch so Spannendes zu erzählen? Ja, T6-Materialien bin ich relativ weit mit. Allgemein mit dem Let's Play muss ich mich beeilen. Theoretisch angestrebt sind noch 2 Tage, die ich auf der Uhr habe. Dann ist der Monat fürs Legendary rum. Es gab ein kleines Motivationstief nach dem Patch, aber das habe ich jetzt auch wieder einigermaßen überwunden. Und ich denke, es steht dem nichts außer der Precursor im Wege. Das ist eine Sache, die ich ganz, ganz doll betonen möchte an der Stelle. Die T6-Mats würde ich auf Teufel komm raus farmen, sobald ich den verdammten Precursor in den Händen hätte. Und dann wäre das einfach nur noch eine Sache von ganz, ganz kurzer Zeit. Vielleicht habe ich den Precursor ja gleich in den Händen. Die neueste Aufnahme ist natürlich zum Abschluss mit drin. Ich habe eine kurze Aufnahme zwischendrin. Ich habe zum Beispiel meinen täglichen mystischen Schmied, da ist das Wort, was ich suchte, inzwischen auch mit gelben Großschwertern gemacht, gar nicht mehr mit Sigillen. Ich habe jetzt einfach wirklich
so fixiert auf diesen blöden Precursor. Ich habe mich so ein bisschen auch an Vance orientiert, der mir sagte, ich soll das mitten in der Nacht machen, weil nachts sind die Chancen größer. Ich habe Statistiken gelesen, Seiten durchgeforstet und so weiter. Was auch das Thema angeht, exotische Sachen wieder reinschmeißen. Die Chance, das über ein exotisches Großschwert zu bekommen, oder über vier exotische Großschwerter, ist besser als über gelbe. Allerdings würde ein wichtiger Part meiner Meinung nach hierbei wegfallen, nämlich dieses Yay, wir freuen uns in der Community schon über ein exotisches Gegenstand, denn hey, wir könnten ihn abschmatzen. Und auf der anderen Seite ist auch ganz wichtig, dass gelbe Großschwerter um einiges günstiger sind als exotische. Das heißt, man spart auf gesamte Sicht gesehen Geld, wenn man das mit gelben Großschwertern macht. Man braucht dazu nur einfach ein bisschen Glück. Ich habe Leute gesehen und auch Leute, die mir darunter kommentiert haben, hey, ich habe nach 4 Versuchen 7 Stück, 7 Precursor hier. Was ist schön für euch? Ich habe dieses Glück eben nicht. Auf der einen Seite lässt es mich verzweifeln, auf der anderen Seite macht es dieses Let's Play ein bisschen länger. Und euch dürfte es ja theoretisch auch freuen. Es dürfte in eurem Sinne sein, dass das hier länger läuft. Im Prinzip war es das so ziemlich eigentlich mit dem Let's Play selbst. Ihr seht, ich glaube, jetzt kommt mein Daily-Versuch. Ihr seht, ich habe einige Aufnahmen einfach gemacht, ohne groß drüber nachzudenken, ein bisschen Spiele gespielt und die jetzt alle so aneinander gereiht. Es wird nicht viel mehr passieren, außer dass wir... Das war übrigens ein erster schöner Drop. Ich weiß nicht, also ich weiß überhaupt, dass groß was wert ist, aber den werdet ihr am Ende ja auch wieder gewinnen können. Es war wenigstens mal was einen Namen hatte, ja, und nicht über den Perlenbreitschwert oder grausames orianisches Großschwert hieß. Das war für mich zumindest schon mal so ein kleiner Erfolg. Ja, Kreithütte haben es mir angetan. Ich farm nebenbei Totems im Eisklappsund. Da droppen halt T5 und T6 Totems und T5 Totems sind zurzeit mein bester Freund, ja. Ein paar habe ich übers AH gekauft, dazu stehe ich. Einen großen Teil allerdings habe ich mir auch selbst gefarmt oder ein Teil. Ich weiß nicht, ob es ein großer Teil war. Ich wurde nämlich zum Ende hin immer verzweifelter, immer mehr Schwerter, immer mehr Schwerter. Irgendwann muss der Scheiß doch funktionieren. Sieht bisher nicht gut aus, ja, wer weiß. Vielleicht habe ich diesen Teil aufgenommen, eben weil ich den Precursor hier schon drin habe. Vielleicht habe ich diesen Teil aber auch aufgenommen, weil es einfach mal wieder Zeit wurde für einen Teil. Ihr werdet es gleich noch sehen. Handeln wir vielleicht nebenbei schon mal das Codewort dieser Folge ab. Oh, da werden die Ohren groß, Codewort. Ah ja, hierzu kann ich auch noch mal was sagen. Viele Leute haben das System noch nicht ganz verstanden. Codewörter sind schön und gut, aber Codewörter lassen sich halt auch untereinander austauschen. Codewörter lassen sich im Zweifelsfall in den Folgen markieren oder sonst was. Und da käme halt dieses Flair weg, dass ihr mir zuhört, dass ihr euch anseht, wie verzweifelt ich mit der mystischen Schmiede agiere und ähnliches. Darum verstecke ich nicht in jedem Video ein Codewort, sondern stelle im Nachhinein Fragen dazu. Mir ist aufgefallen, dass ich eine meiner Fragenideen jetzt schon verwerfen muss, da wir die Folgenzahl, die ich geplant hatte, von 8 sehr wahrscheinlich überschreiten werden. Hängt ganz davon ab, wie es in nächster Zeit weitergeht. Und ich deshalb mir schon da wieder ein bisschen was am Neues ausdenken bin. Die Codewörter an sich, die allerdings in den Videos gegeben wurden, stehen schon sicher fest. Und ja, da waren wir bei dem Codewort dieser Folge. Das Codewort ist die. Ja, die, wie die da oder die, die mich genervt hat oder also ganz einfach D-I-E. Ja, nicht zu verwechseln mit die aus dem Englischen, sondern die, weil wir ein deutsches Let's Play sind. Das ist das Codewort. Ich habe es jetzt, glaube ich, häufig genug gesagt. Ne? Ihr wisst also Bescheid. Wir können noch ein bisschen über die Exo-Quote in meinen Tries reden. Die wurde, glaube ich, von Versuch zu Versuch besser. Ich glaube, der erste Versuch hat überhaupt insgesamt nur einen exotischen Gegenstand hervorgerufen. Zum Ende hin wurden es ein paar mehr. Das nehme ich als guten Trend auf, dass es vielleicht gleich noch zum Precursor geht. Falls nicht, ja, soll man groß machen. Wie gesagt, viel zu sagen gibt es eigentlich nicht. Spannend wird es zum Ende wieder, denn am Ende sprechen wir ein wenig über die Gegenstände, die ihr gewinnen könnt. Ja, gewinnen ist ja immer eine schöne Sache. Beim letzten Mal übrigens haben sich 2 der 4 Gewinner überhaupt nicht gemeldet und einer sehr, sehr spät. Wenn ihr an diesem YouTube-Gewinnspiel teilnehmt, dann schreibt doch bitte ab jetzt euren Accountnamen direkt dazu. Dann schicke ich euch den Gegenstand nämlich. Das nochmal nachträglich mir den Accountnamen zu besorgen, hat
nicht wirklich geklappt, wenn ich ehrlich sein soll. Ja, ein paar schöne Perlbratsche. Oder habe ich einmal den Versuch gewagt? Genau, einmal. Einmal wollte ich es versuchen mit dem exotischen Waffen. Ich dachte mir so, hey, ja, jetzt hast du Glück und greifst einen Precursor ab. Ja, war ein klassischer Fall von Denkste. So sind wir dann beim nächsten Versuch. Das zieht sich jetzt noch so ein Weilchen hin. Ich weiß, ich quatsche, glaube ich, schon gute 10 Minuten. Ich habe gerade die Zeit nicht wirklich im Blick. Es ist ja, ein Glücksspiel. Und Count Luck habe ich, glaube ich, in Guild Wars 2 nicht. Mit knapp 2000 Spielstunden und noch nicht einem Precursor im Drop. Das ist schon mal Punkt 1. Und jetzt bald auch, ich glaube, ich müsste insgesamt so auf roundabout 800 Großschwerter kommen. Ich habe, wie gesagt, ein 200er Try fehlt leider. Das hätte nochmal gute 5 Minuten ausgefüllt. Dann hatten wir am Anfang den Try mit, glaube ich, 150 oder auch 200. Ich bin mir da gar nicht so sicher. Zwischendurch Daily Try, hier waren es nochmal 50, da waren es nochmal 100. Ich weiß, also insgesamt müsste ich auch mit dem allerersten Versuch jetzt so bei 800 bis 1000 irgendwo so in dem Bereich sein. Und zumindest sieht es bisher noch nicht sehr glücklich aus. Ich hoffe, ihr fiebert da draußen mit. Ich möchte einfach, dass ihr, oh, jedes Mal sagt, es ist ein gelber Gegenstand, yay, jedes Mal, wenn es ein exotischer Gegenstand ist. Und dann, wenn der Precursor kommt, möchte ich, dass ihr einen innerlichen Aufschrei erlebt. Ähnlich wie ich ihn dann haben werde. Ich nehme das ja immer auf, nur mit Ton im Hintergrund. Ich werde, das schwöre ich euch, dann sofort mein Mikrofon aktivieren und einfach reinbrüllen. Ja, einfach, weil es so ein geiler Moment wird. Und da sind wir ja auch schon wieder in der nächsten Runde. Diesmal war das, glaube ich, die neben der Daily-Versuch kürzeste Runde. Wir nähern uns auch langsam dem Ende des Videos. Ganz am Ende seht ihr die verschiedenen Waffen. Ihr schreibt wieder in die Kommentare, welche Waffe ihr möchtet, mit eurem Accountnamen dazu. Und ich wähle dann zufällige Gewinner aus, die den Gegenstand bekommen. Ansonsten könnt ihr, je nachdem, wann ihr das Video schaut, noch an unserem Gewinnspiel zum ersten Geburtstag teilnehmen. Flammenodem übrigens, das wird auch gleich verlost. Ha. Auch wieder eine Waffe mit Namen. Ich warte aber noch drauf, dass da eine Waffe mit Namen auftaucht, die ein Precursor ist. Das Wort Precursor habe ich, glaube ich, auch schon so häufig benutzt. Es ist schwer, einfach diese Zeit mit der mystischen Schmiede hier tot zu quatschen. Keine Ahnung. Es ist halt stinklangweilig eigentlich. Und doch ist es so spannend, weil ich einfach wissen will, kriege ich ihn oder kriege ich ihn nicht. Und ich glaube, ich kann euch jetzt schon mal was spoilern, denn das müsste der letzte Versuch auf Video sein. Und ich kann euch schon mal sagen, ein Precursor ist nicht mit dabei. Das heißt, ihr müsst euch wahrscheinlich nochmal so ein Video antun, weil ich einfach kein Glück habe. Das sind jetzt die Waffen, die ihr in dieser Ausgabe gewinnen könnt. Denkt dran, kommentieren und so weiter. Wir haben einmal ein faul verstärktes Schwert hier mit am Start. Wir haben ein orianisches Langschwert, das müsstet ihr vom Skin alle schon kennen. Das ist dieser, ich bin mir immer noch nicht sicher, was es ist. Schlange, Tentakel, whatever, auf jeden Fall was Untotes. Dann haben wir dieses schöne Großschwert mit dabei. Dann haben wir das goldene Schwert. Das sieht übrigens extrem schick aus. Wie gesagt, Namen sind was ganz, ganz Tolles. Da freut man sich wenigstens mal so ein bisschen drüber. Nagerfang ist mit dabei. Sieht optisch dann ungefähr so aus. Was haben wir noch Schönes? Wir haben dieses Schwert, wir haben Perlenbreitschwert. Alles so ein bisschen mit dabei. Der Skin sollte euch bekannt vorkommen. Dann haben wir ganz zum Abschluss noch Flammenodem. Das sieht so aus. Das sind die Waffen, die ihr gewinnen könnt. Schaut euch das nochmal ganz in Ruhe an. Ich gehe mit der Maus nochmal über jede Waffe drüber, damit ihr namentlich sagen könnt, welches ihr haben wollt. Achtet dabei bitte auch auf Präfixe und sonstige Namen, damit ich genau zuteilen kann, wer was an dieser Stelle haben wollte. Denkt ans Liken, denkt ans Abonnieren, besucht gatenews.de, drückt mir die Daumen und bis zur nächsten Ausgabe.